Breeze ist also der Name der neuen Map, welche nächste Woche mit dem dritten Akt kommen wird. Und neben dem Map-Trailer, den ihr gerade im Hintergrund seht, welcher gestern geleakt wurde, darf ich euch heute noch mehr Content zur Map präsentieren, welchen wir uns gleich genauer anschauen. Vorher darf ich euch jedoch noch verkünden, dass wir heute um 20 Uhr live auf Twitch uns gemeinsam die neue Karte anschauen und testen werden. Schaut also gerne vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir doch erstmal noch etwas genauer auf die Karte ein, denn wie einige von euch schon bemerkt haben, hat sie viele große und offene Plätze und breite Choke Points und super viele Long Range Engagements. Bedeutet, gute Operator-Spieler werden auf der Map auf jeden Fall ihren Spaß haben und zudem gibt es noch ein paar super wichtige Spots, über die ihr die Kontrolle benötigt, um Sight halten zu können. Agenten wie Killjoy, Astra und Sage werden dafür sich also sicherlich gut eignen, aber all das werden wir später genauer rausfinden, wenn wir uns die Map dann im Stream anschauen. Jetzt möchte ich euch jedoch noch einen kurzen Überblick bieten, denn auf diesem Screenshot sieht man die gesamte Map eigentlich schon ziemlich gut. Und ich habe mir gedacht, dass ich euch einfach mal die ganzen Screenshots auf die Map klebe, damit ihr noch ein besseres Bild von der Map bekommt. Also, ich habe mir wie gesagt die Mühe gemacht und habe daraus ein kleines Schulprojekt gemacht, in dem ich quasi die ganzen Bilder hier mal den verschiedenen Bereichen zugeordnet habe. Auf dem Screenshot seht ihr hier rechts quasi den Angreifer-Spawn, den ihr auch im Video gesehen habt. Das hier ist das Bild, was ihr am Anfang seht in dem Spawn. Ich schätze einfach mal, dass die beiden Bilder hier auch zum Spawn gehören, da sie eben auch an diesen Strand erinnern. Und auf der anderen Seite, wo das Schiff ist, was im Übrigen auch auf dem Battle Pass bei den letzten Player-Cards zu sehen war, ist quasi der Verteidiger-Spawn. Hier seht ihr das Schiff nochmal und hier seht ihr auch schon den Übergang zu A, aber da kommen wir gleich zu. Sprich, hier hinten ist irgendwo der A-Spot vergraben. Den habt ihr auch im Video gesehen, den zeige ich euch auch gleich nochmal hier auf den Bildern. Und hier links ist eben der B-Spot. Das heißt, hier könnt ihr quasi hier rechts lang über den Angreifer-Spawn in das Window kommen, was ihr auch im Video gesehen habt. Das ist dann quasi der Weg hoch zum B-Spot. Hier gibt es nochmal irgendeinen Durchgang. Ich habe jetzt einfach mal vermutet, dass das hier der Bild von dem Durchgang ist. Ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls haben wir hier eben den B-Spot. Den habt ihr auch im Video gesehen mit dieser riesigen Litfaßsäule in der Mitte, wo dieses Wasser oder was auch immer das transportiert wird, auf jeden Fall drin rumschwappt. Sieht auf jeden Fall alles sehr cool aus. Und halt hier auch diese Podeste, wo man sich drauf teleporten, hochdashen oder vielleicht auch boosten kann. Sieht alles sehr interessant aus. Und auf der anderen Seite beim A-Spot, das habt ihr natürlich auch gesehen im Video, sind dann diese riesigen Pyramiden, wo ich auch echt mal gespannt bin, ob hier irgendwie das Wasser eine Interaktion hat. Ja, also das ist ja im Endeffekt der Plant-Spot, hier steht im Übrigen auch A. Und hier seht ihr übrigens auch diese Door, die wir auch auf Ascent haben. Das heißt, es gibt sowohl diese Doors, die wir von Ascent kennen, als eben auch die Ziplines von Icebox und Split. So, jedenfalls ist das hier quasi dann der zweite Zugang zu A. Ihr seht hier bei dem Screenshot, seht ihr hier so einen Gang. Und den Gang seht ihr im Endeffekt hier auch nochmal. Das ist quasi von der anderen Seite dann gescreenshottet. Hier geht es quasi zu diesem, ja, was soll ich das nennen, zu dieser Mine. Und hier links geht es quasi nochmal, na, das ist quasi, hier ist die Mine. Und hier links geht es zu diesem kurzen Gang, der eben nicht durch die Mine geht, sondern irgendwie ein kurzes Gebäude darstellen soll. Ne? Also das ist im Endeffekt der A-Spot. Ich habe auch schon hier hinten so Lifte gesehen. Ich bin mal gespannt, ob man die irgendwie benutzen kann oder ob das nur Deko ist. Und hier seht ihr jetzt, wie gesagt, wieder den Verteidiger-Spawn. Ne? Wenn ihr euch das hier jetzt ganz genau anschaut und guckt euch dann im Angreifer-Spawn auch hier diese Zipline an, die wird man wahrscheinlich nicht benutzen können, das wird nur Deko sein. Jedenfalls sieht das auf jeden Fall alles ganz cool aus. Und die Mitte ist auch super geil gemacht, habt ihr natürlich auch im Trailer gesehen, die ist sehr offen. Das heißt, hier habt ihr eine große Mitte, ne, auch mit einem richtig geilen Shop Roti, ne, vertauscht mal die Buchstaben, kommt Riot raus. Jedenfalls ist das quasi dann der Blick von oben auf diese Säule, die hier verdeckt ist von dem anderen Bild. Ja. Und hier rechts habe ich einfach mal gedacht, ich zeige euch das gerade mal, wenn ich hier die Bilder bewegen kann. Einfach nur vom Design her, wird das irgendwo hier drin sein, weil hier in diesem Türrahmen kamen ja auch Race und Sage, meine ich, im Trailer raus. Also hier wird irgendwas noch drin sein, irgendwelche Gänge, die so aussehen wird. Und hier haben wir auch wieder eine Tür mit diesem Schalter von Ascent. Ne? Also das ist so ungefähr die neue Map. Ihr werdet aber auch nicht mal allzu lange warten müssen, bis ihr erst das Gameplay sehen dürft. In dem Sinne freue ich mich später auf den Stream. Ein ausführliches Video zu meinem ersten Eindruck und dem tatsächlichen Gameplay wird es dann am Sonntag geben. Abonniert also gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ansonsten sehen wir uns gleich im Livestream. Haut rein!